Hallo, mein Name ist Thomas Reis und ich möchte den Ö1-Förern Wettbewerb mitmachen und gerne würde ich helles Wasser ins Spiel bringen. Die Idee, durch der Earth Energy Imbalance entgegenzuwirken mit erhöhtem Albedo, ist nicht neu. Gibt es vielleicht seit den 60er Jahren. Nur meine Idee wäre, diese Technik von Mikrobubbles oder Nanobubbles, die sehr stabil bleiben und über Tage im Wasser bleiben oder auf dem Wasser, wäre gut, wenn man es zuerst einmal auf schwimmenden Photovoltaikanlagen anbringt oder ins Feld bringt oder ins Wasser. Und ja, der Vorteil war hier die Finanzierbarkeit und Machbarkeit, denn bifaziale Module würden durch erhöhtes Albedo vom Wasser stark profitieren und es würde die Effizienz dieser Kraftwerke erhöhen. Danke.